Freunde, wir haben uns größte Mühe gegeben, uns und das Studio zu dekorieren. Denn es ist Partytime. Wir haben nichts Besseres zu tun, als Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 reinzuschmeißen für die Switch. Und wir checken jetzt einfach mal ein paar von den Minispielen. Yes. Party. Ach, ich habe vergessen. Zweimal könnt ihr das Spiel gewinnen. Wir verlosen das gleich, aber erst wird gezockt. Okay, wir sind drei Spieler. Ihr kennt das Prinzip. Diese Serie ist schon ziemlich alt. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren. Irgendwann auf der Wii wurde es das erste Mal gemacht. Und es sind auch natürlich auch dieses Mal ein paar neue Disziplinen dabei. Weißt du noch, als wir in Frankfurt waren? Nach der E3, da haben wir auch hart verloren, ja. Da haben wir schon ein bisschen was gespielt. Wir können ja mal mit ein paar klassischen Sachen anfangen und dann auf jeden Fall die Traumdisziplinen spielen. Die sind nämlich zum Teil richtig cool. Sie traumhaft? Sie sind traumhaft. Sie sind absolut traumhaft. Können wir machen einfach mal. Also du bist hier. Mach doch mal einfach 100 Meter. 100 Meter, Klassiker. Doppelcontroller. Okay. Wir haben Doppelcontroller. Okay. Ich bin, glaube ich, noch nicht da, oder? Doch. Doch, sind alle da. Okay. Waagerecht halten. Am Anfang. Okay, machen wir weiter. Dann laufen. Okay. Und nach vorne stoßen für den Supersprint. Klar, logisch. So läuft 100 Meter. Ja, klar. Weiß doch jeder Athlet. Okay, yay! Ich nehme Sonic. Sonic macht schon Sinn bei 100 Metern, sollte man meinen, ne? Ich nehme auf jeden Fall Donkey Kong. Der ist ganz bestimmt der Schnellste. Ich bin unentschlossen. Läuft schnell. Also ich bin... Nein, nicht Tails. Gut mit Supertechnik. Wieso bestätigt denn nicht hier? Sonic läuft schnell. Ich bin Spieler 3. Ich bin Spieler 1. Ich bin Spieler 2. Also ihr habt zwei Sonics genommen und ich mag Sonic überhaupt nicht, aber ich weiß halt, dass der schnell ist. Ne? Also in Deutschland so, dass du mit dem Daumen... Okay. Ja. Also warte, so ist der Start, ja, ne? Ja, so ist Aufladen quasi. Okay, weiter. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Wo bin ich? Ah, unten rechts. Irgendwie hat das mit dem Aufladen nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Okay, das mit dem Super überhaupt nicht funktioniert. Standby-Modus? Irgendjemand ist auf den Knopf gekommen. Also, überraschenderweise haben die Sonics das Rennen unter sich. Überraschenderweise war Donkey Kong nicht der Schnellste. Wer wählt denn laut, ohne Mist jetzt mal selbst, ne? Wer wählt denn Donkey Kong bei 100 Meter? Ja, ich wollte gucken, was passiert. Ja, Glückwunsch. Das mit dem Supersprint habe ich nicht verstanden. Muss ich dafür nach vorne stoßen. Ganz ehrlich, irgendwie nicht funktioniert. Hat aber nicht funktioniert. So, Disziplin wählen. Wir machen rucki-zucki weiter. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Boah, ist anstrengend. Was können wir denn nochmal machen? Speerwerfen. Ja, das ist auch relativ einfach. Das kriegt selbst ein fast 5-Jähriger so hin. Verdammt, ja. Das ist der Druck da. Jetzt ist der Druck. Also du, nee, du läufst, ja. Okay. Wurfwinkel liegt bei 35 Grad, natürlich, klar, wie sonst. So. Klar. Also wir brauchen eigentlich nur einen Joy-Con, ne? So. Ja, beziehungsweise zum Rennen. Du brauchst beide zum Rennen. Achso, okay. Man kann das eigentlich auch nur mit einem spielen. Ah, wen nehmen wir denn jetzt mal? Schnelles Kraft sammeln. So, Donkey Kong. So. Bei Prinzessin Peach hast du also einen leichteren besten Winkel. Vielleicht nehme ich tatsächlich mal... Was soll das? Ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Ich nehme Mario. Ich habe keine Ahnung, deswegen nehme ich Mario. Wir machen jetzt aber nacheinander, oder? Oh, doch nicht. Nee. Okay. Oh Gott. Das ist hier echt ganz witzig. Zwei Versuche insgesamt. Okay. Okay. Okay, also erst rennen und dann werfen. Anscheinend, ja. Oh, Mann. Scheiße. Wenn man die so hält. Wenn man die Dinger so ja, hält. Ja, aber mach rein da jetzt. Oh, komm, wir fangen nochmal an. Sorry. Wir machen nochmal. Nein. Ja, Versuch. Kein Problem. Aber beim nächsten Mal fliegst du raus. Dann bist du disqualifiziert. Ich halte das Ding halt fest. Ja, ja. Wie soll ich denn verhindern, dass ich da drauf komme? Der Knopf ist da halt unten. So fest, ja, ich halte halt du hast so große Nein. Hände. Du hast so große Hände. Was für lange Finger? Gitarrenspieler. Oh.
Ich hab's nicht verstanden. Sepp! Ey. Was ist falsch mit dir? Ja, jetzt habe ich sogar mir Mühe gegeben. Okay, ich hab's nicht verstanden. Ich hab euch in Grund und Boden geworfen. Die Prinzessin. Ich hab's auch nicht verstanden. So, jetzt einmal bitte ohne Unterbrechung hier. Dann setz sie halt hier vorne frontal dran. Ja, okay. Oh, der war schlecht. Oh nee, viel zu spät. Oh, Wihihi. Direkt vor die Füße geworfen. Ich auch. Ich dachte, in der grünen Zone ist besser. Okay, ich weiß nicht warum, aber mein erster Wurf war saugut. Nee. Yay. Nee, das kann Mario schon mal nicht, oder ich. Peach gewinnt. Wer hätte das gedacht, das Speerwerfen? Ja, dann besser ein Anwurfwinkel. Wie steht's denn jetzt? Also 1-1-0, ja, sozusagen. Jetzt damit komme ich klar. Okay, neue Disziplin. Ich muss sagen, sowas ist einfach ein perfektes Partyspiel für mich. Abends so kleine Minispiele, wo man null Skill braucht und sich dabei einfach anschreien kann. Und noch nicht mal super. So diese, also du brauchst ja noch nicht mal irgendwie eine Turnierform starten. Du kannst einfach irgendwie... Ja, super schnell. Was hast du gemacht? Oh, okay. Brettern. Klar. Ah, okay. Also, hey. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Okay. Oh Gott. Das wird, glaube ich, lustig, wenn wir es zu dritt nebeneinander... Also, erscheint eine Neige, den Joy-Con, um die Hand zu einem Griff zu bewegen. Hä? Ja. Mach mal weiter, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Liegt das Handsymbol über einem Griff, drücke L oder R. Und senke. Können wir das noch einmal üben, bitte? Ja, komm, lass einfach mal, mach mal hier weiter. Check ich nicht, komm. Das wird witzig. Das wird super lustig, weil wir das alle nicht verstanden haben. Ich glaube, ich bleib mal bei Mario. Alles Könner. Dr. Eggman! Okay. Ja. Warum es nicht ZL und ZR sind, weil die halt einfach viel größer sind. Stimmt. Okay. Was? Wie? So glaube ich. Keine Ahnung, falls jetzt so. Onk, onk, onk. Aber guck mal, Mr. Eggman hat wohl die besten. Hä? Okay. Oh. Ach, oh Gott! Oh Gott! Hä? Was? Du musst jetzt zielen. Ja, aber wohin denn? Ja, nach oben. Alter Sepp! Was? Was hab ich getan? Ich check das halt gar nicht. Jetzt? Verfehlt? Hä? Was muss ich. Ich hab das nicht verstanden. Also nochmal. Ich fange an, ja? Ich nehme links und dann. Nee, das zieht. Ja, und dann bewegt sich. Da musst du den L oder R drücken und dann senken. Dann im gleichen Moment senken. Nein! Okay, verstanden. Aber das ist ja mega schwierig. Ja, also sorry Leute, ich hab's überhaupt nicht. Also könnt ihr. Also du musst. Pass auf, der. Du musst den ausrichten, dann springt die Hand. Dann musst du im richtigen Moment drücken und aber dann die Hand abknicken Moment, und senken. Genau. Bei mir bewegt es sich ja gar nicht. Ja, dann hast du noch nicht gut ausgerichtet. Also ich bin 4 Meter hoch. Ja, ich komme so langsam dahinter, aber man muss schon krass umdenken teilweise. Ja, also bei mir bewegt sich halt gar nichts. Jetzt beweg die Hand, Org. Los! Ja, ist ein super jetzt. Spiel. Ja, ist halt, ne, wie das richtige Klettern. Nicht so lang, ganz einfach. Ich habe mich faktisch gar nicht bewegt. Zeit vorbei. Und? 15 Meter, 16 Meter, ja. Der Sepp hat eine Runde gewonnen. Ja. Jetzt als erster gecheckt. Genau. So, lass mal eine Traumdisziplin machen. Hoffentlich läuft die Kamera gut mit. Karate-Traum. Ja, Karate-Traum ist mega lustig. Einzel. Es geht im Endeffekt darum, dass du, Knöpfe und Tasten, dass du den Gegner umwämmst oder die Gegner, ist ja jeder gegen jeden, und die purzeln dann auf Felder auf dem Spielfeld und färben die ein. Das sind dann deine. Ne? Also wenn du einen weiter wegschleuderst, dann, ach, das Spiel erklärt euch das gleich. Ich nehme mal... Ich habe das Gefühl, ich will das voll lang machen und danach böse lachen. Ehrlich gesagt... habe ich dieses Spiel noch nie gewonnen, weil ich das immer gegen mein Kind spiele und den immer gewinnen lasse. Weißt du, das heißt, ich habe das noch nie so richtig ernsthaft gespielt, weil es dann Tränen gibt.
Hä, ja, aber. So. Also, du kannst das Spiel halt hat jetzt irgendwie nicht erklärt, was wir machen müssen. Ja, einfach hauen und treten mit den Tasten, ne? Ausweichen mit B. Und wenn die Leiste aufgeladen ist, kannst du mit der R-Taste. Kannst auch so greifen. Ah! Wie bitte? Kannst du mit der R-Taste den super Move machen. Alter! Mit welchen Tasten kann man denn treten? Du musst mal ausprobieren. Oh nein, da hat er den super Move! What? Ganz eindeutig! Aber ich hab den doch auch. Wo ist denn jetzt die R-Taste? Welches war jetzt? Oh Gott, das hat er getan. Ihn fort mit euch. Hä? Was zur Hölle passiert hier? Bam! Nein! Oh, dieser kleine Yoshi, der ist zu flink. Ich schleuder den jetzt weg. Auch hier habe ich nicht das Gefühl, dass ich weiß, was passiert. Also du musst halt einfach draufklopfen ja, ja. und die Gegner weghauen und dann färbt sich das mit deiner Farbe ein. Aber ich habe gerade irgendwie ganz wenig eingefärbt. Aua. Also ich sag mal so, du führst massiv, aber... Nee, je nachdem. Also du hast 43. Oder nee, bist du nicht Spieler? Ich, ah, achso. Du hast 36, das ist jetzt auch nicht viel weniger. Ah, oh, jetzt kommt nochmal der Waluigi. Okay. Ah. Und? Ja, Donkey. Kong. Ja, gut gespielt, Sim. Ich will das nochmal spielen. Aber was war daran jetzt das Traum? Ja, es soll Traumkarate sein, im Gegensatz zum normalen okay. Karate. Wir können gleich nochmal das normale Karate zeigen, ne? Ich hab nochmal auf erneut spielen gedrückt. Ja, 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 ja. Okay, diesmal weiß ich ganz genau, wie es geht. Au, au, au. Ha! Nein! Oh, ja! Ja, haut sie ihn um. Da gibt's zurück auf Schnitz für. Oh. Au! Ah! Wer hat sich das Item geschnappt? Ich hab mir das Item geschnappt. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Gerade mache ich gar nichts damit. Komm, die zwei Großen auf die zwei Kleinen. Seid alle so weit weg hier. Kommt mal her. Ah, komm schon. Was macht der da mit diesem Pauding? Alter. Nein, nicht mich wegschleudern. Ich krieg gar nichts, die schießen gerade. Wieso hab ich nichts? Na! Na, ich laufe weg. So Leute, jetzt geht's hier. Ramazamba. Oh, da war keiner, ne? Nee. Scheiße. Das war gut, war gut. Nein. Alter. Ey, oh, Achtung, Waluigi droppt gleich den Power Move. So geht's. Na toll, ich bin da reingeladen. Geil. Oh. Ah. Oh, ich will das Item. Geht weg. Was macht es? Und wie löse ich es aus? Lass mich los, ich wollte das Item auslösen. Jetzt ist es weg. Oh, dammit. Nein, hier ist schon wieder nix. Oh, das ist tabu. Oh, oh, warum hat der denn schon wieder ein? 2 Sekunden vor Ablauf. Ja, oh. Ich glaube, ich habe ein Feld eingefärbt, ey. Oh. Und Yoshi. Yoshi. In der Tat. Ich weiß nicht, warum er überrascht hat. Ja, komm, lass uns noch ein Spiel hier spielen. Ja. Okay, welches? Irgendwas Verrücktes. Irgendwas Verrücktes. Dann noch eine Traumdisziplin. Würde ich sagen, ja. Disziplin wählen. Lass mal gucken. Also warte, gerade steht es 2, 1, 2, oder? Also, was können wir denn ja. nochmal machen? Also Surfen ist halt auch das eine neuere Disziplin. Aus. Das sieht aus wie Mario Kart. Ja, das ist so ein bisschen wie Mario Kart auf... Und was ist Sport schießen? Okay, weiß ich auch. Mir ist egal. Das lass noch eine klassische machen. Fechten, Tischtennis, Badminton. Badminton finde ich witzig. Badminton, auf jeden Fall. Okay. So, es geht also darum, ob oh, Sepp... Ein schmales Bild. Ey! Oh, Waluigi macht alles allein. Ich habe einmal geschlagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich weiß, was passiert. Du musst... Ja. Sehr gut. Alter. Das wäre deiner gewesen. Ich weiß. Aufschlag. Oh, Mann! Ah, okay. Da geht er mal einmal mit zu mir. Lupfer. Das ist aber sehr dankbar hier, die Reichweite.
Was war das? War Habt aus, ihr das oder? Gefühl, ihr könnt überhaupt zwei, laufen? Zwei. Ja, ja, nicht so ganz. Es ist wenig Platz, ne? Nein, ich glaube, man kann gar nicht laufen. Doch. Doch, doch. Da. Ah, ja. Ah! Oh, mein Codings macht alles allein. Ah. Ach, das muss doch mal. Sehr schön, Chris. Nein. Ja. Ah. Oh, lange Ballwechsel hier. Oh. Nein. Wollte schmettern. Jawohl. Keine Ahnung, warum der da reingegangen ist, aber... Bis wohin geht Badminton? Also Punkte, ein haben. Match, ein Set? Gute Frage. Ich glaube, ich habe mal Badminton gespielt, ich weiß es nicht mehr. Nee. Ich möchte jetzt auch keine falsche Aussage treffen. Wer hat denn ich ja auch nicht ah, ich. Wirklich gespielt, nur so ein bisschen. Oh, was heißt dieses Power-Dings? Du kannst mit R einen Powerschlag machen. Ja, was heißt das? Ja, können wir alle scheinbar. Matchball! Oh, Matchball, okay. Jetzt machen alle Powerschlag. Was zur Hölle? Und dann? Ja. Okay. Okay, es ist Matchball gewesen. Sieg. Ganz eindeutig. Goddammit. Sehr verwirrend. Aber lustig. Aber das Schöne ist jetzt, dass 2-2-2 ausgegangen. Ich zähle schon lange nicht mehr mit. Stimmt. Glaube ich. Ja. Perfekt für eine Party. Keiner muss sich ärgern. Heutzutage ist das wichtig. Keiner weint. Sehr schön. Okay, einen noch oder habt ihr gerne noch mehr? Komm, einen noch. Eine Traum noch. Dann okay. mach Rennen. Ja, mach das. Alles klar. Oder wir machen hier diese 1964 Dinger. Und das können wir auch mal machen, wenn das geht. Ja, dann machen wir das. Ich glaube, das muss man nicht freischalten. Ist noch nicht freigeschaltet? Nee. Na gut. Sieht nicht so aus. Es gäbe aber 64-Bit-Versionen. Ja. Wie man hier sehen kann. Kurze Vorschauen. Das im nächsten Video. Okay, dann machen wir das. Knöpfe und Tasten? Ja, bitte. Okay, Power Start, R gedrückt halten, A drücken zum Losfahren, links, rechts steuern, springen mit A. Ja. Warte mal, du warst gerade im Snowboard-Urlaub, oder? Ja. Ich sehe einen Nachteil für mich. Ja, weil ich auch ständig da so Tricks mache. Das mache ich gar nicht mehr, das ist mir viel zu riskant geworden. Man wird alt, ne? Ja, man verletzt sich schneller und früher bist du dir das Risiko. Also ich will, kurzer Einwurf dazu, ich fahre mittlerweile echt Oma-Tempo, ne? Ich rase nicht mehr so riskant wie früher und die haben da so eine Zeitmessstation gehabt und ich bin einfach mal bewusst nicht schnell gefahren, sondern so das, was ich für mein normales, gemütliches Fahrtempo halte auf dem Snowboard und es waren 45 Stundenkilometer. Das macht man sich echt nicht so klar, ne? Dass man selbst, wenn man denkt, ach, ich cruise jetzt hier mal gemütlich, echt schnell unterwegs ist. Ich wollte gerade sagen, ja, es ist und zügig. Kein Wunder, dass man sich dann auch scheiße verletzen kann. Ja, ja, das ist... Komm, ich nehme nochmal Yoshi. Gut im Grinden. So. Ja, auf geht's. Hoverboards. Wie war das? Irgendwie was drücken? R zum Aufladen. Das war schon mal gut. Ach so, warte mal, ich lenke ja. Womit lenke ich denn? Mit welchem Stick? Mit dem linken. Ach, mit dem linken. Okay. Also mit dem Grinden hatte ich schon mal nicht so raus jetzt. Oh, ich habe kein Item. Ich hatte ein Item, ich weiß aber nicht, was es mir gebracht hat. Looping. Whee. Das ist wirklich ein sehr komisches Spiel. Es ist so ein bisschen Mario Kart meets... Keine Ahnung. Hier ist aber ich habe auch nie das Gefühl, dass ich gerade viel steuere. Ja doch, man muss schon... Du musst halt gucken, dass du in den Sprüngen ein bisschen Power sammelst quasi. Aha. Dann wenn du ein perfektes Timing hast, dann kriegst du natürlich so einen Geschwindigkeitsschub und dann kannst du hier... Verdammt. Komm. So, wie löse ich den Panzer aus jetzt? Aua! Oh, da war eine Laserschranke natürlich. Mit X. Shit! Na, gegen diese Schranke. Oh, ich bin da gesprungen! Damn it! Schnell ein Item einsammeln. Bling! Also ich hab so eine super Dings aufgeladen. Ich bin Achter! Ich weiß nicht, wie ich sie... So, und jetzt, wenn ich hier zum Beispiel so eine Rampe hochgehe, dann... Ach, ich kann ja hier noch so ein super Ding irgendwie... Was bringt mir das? Auch das wie kann ich das auslösen? A und R. Ja, habe ich doch gemacht. A und R?
anscheinend, ja, wird mir dauernd angezeigt, aber es passiert nichts. Vielleicht treffe ich auch einfach nur nicht. Ich probiere hier gerade nur wild rum, weil ich eh letzter bin. Aber ich krieg auch den. Vielleicht schütteln. Depp, wie löst man das aus? Weiß ich nicht. Ich probiere es auch die ganze Zeit. Ich habe auch das Gefühl, es soll einfach zu Ende gehen. Bist du noch da? Ich bin einfach Zweiter, es passiert aber gar nichts. Wie kann man denn diesen Supermove auslösen? Bist du Zweiter? Ich weiß es nicht. Hä? Das war ich nicht. Das war ich, sorry. Ich versuche die ganze Zeit irgendwelche schönen Tricks zu machen. Wir hätten uns eigentlich die Beschreibung einfach mal ein bisschen genauer durchlesen können, ne? Muss man dem fair. Ja, naja, ich bin halt Zweiter geworden. Also ich finde, ich habe es genau richtig gemacht. Das Schöne ist ja, bei so Partyspielen ist mir das vollkommen schnurz. Ja? Dass ich gewonnen habe. Nein, genau. So wie das jetzt funktioniert und keine Ahnung. Ja. Es ist auch wirklich, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt gewinnen muss und mir das vorher alles reinziehe. Geht ja irgendwie nur Spaß an der Sache. Aber es wäre schon schön, wenn man es versteht. Ja! Also, es wäre nicht schlimmer, wenn man es versteht. Ja, aber wir könnten uns das ja auch in aller Ruhe mal anschauen. Man könnte, ja. Aber bei so Partyspielen ist doch scheißegal. Du hast irgendwie eine Packung Chips auf dem Tisch und ein Bierchen offen. Und dann ist so vor dich hin. Das ist korrekt. Oh, herrlich, ja. Schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen für die Switch Tokio 2020. Ich freue mich übrigens sehr auf Olympia. Es gibt auch einen Story-Modus. Es gibt auch einen Story-Modus, gibt auch ein Online-Spiel. Und es gibt für euch die Möglichkeit, eins zu gewinnen, beziehungsweise zwei. Wir verlosen zwei Exemplare. So ist es. An alle, die unter dieses Video kommentieren. Und jetzt denken wir uns mal ganz fix eine coole Party-Frage aus. Ich würde sagen, ihr schreibt in die Kommentare, mit wem ihr dieses Spiel spielen wollt und was eure erste Disziplin ist, die ihr spielen würdet. Sehr gute Frage. Oder? Ja, sehr gute Frage. Mit wem und was ist die allererste Disziplin, die ihr ausprobiert? Schreibt das in die Kommentare, das Ganze innerhalb der nächsten Woche und dann gucken wir mal. Dann achtet auch vor allem drauf, wir hatten das jetzt öfter mal in den Gewinnspielen, dass wir dann die Leute in den Kommentaren benachrichtigt haben und sie sich dann nicht gemeldet haben. Also achtet darauf, wenn ihr mitmacht, ob dann vielleicht in den nächsten Tagen ein Hey, du hast gewonnen Kommentar unter eurem Kommentar landet, ne? Genau. Es gab personelle Veränderungen im Vorzocker-Team. Kevin hat das Team verlassen. Warum das so ist und wie wir diesen Abschied gefeiert haben, das könnt ihr euch in diesem Video hier unten anschauen. Und ansonsten, wie gesagt, Kanal abonnieren, Daumen hoch und fleißig kommentieren. Dann freuen wir uns.